Johannes, ihr habt das E-Skateboard entwickelt, oder wie? Ja, E-Skateboard ist ein großer Begriff, aber für uns ist es der Endless Ride. Also wann wir wollen, wie wir wollen, sich fortzubewegen. Endless Ride auch deswegen, das hat einen wechselbaren Akku. Das heißt, du als Fahrer entscheidest, wann du aufhören möchtest, klickst einfach einen neuen Akku rein und hast dann wieder 15 Kilometer Fullspeed. Und die meisten Wege, die man in der Stadt so sind, ein sind zwei Akku bis drei. 15 Kilometer. Ein Akku 15 Kilometer. Okay. Also quasi wie hier bis in die Innenstadt, ja, wieder zurück und nochmal in die Innenstadt. Und meine Akkus muss ich im Rucksack haben. Das ist eine Powerbank. Aha. Du solltest die im Rucksack haben, weil du hier ein USB-Ladekabel dran hast, wo du 9 Tage dein iPhone 6 oder 7 laden kannst. Okay. Also wenn du in der Wüste verschollen bist, hast du immer noch Funkempfang, um die Mami anzurufen. Hoffe ich aber, dass ich das als Camper dabei habe. Ja, ja, das ist bei uns wichtig, dass wir immer einen Mehrwert bringen, ja, und nicht einfach nur ein Produkt, was einfach nur für einen Nutzeffekt da ist, sondern dass wir immer mal gucken, links und rechts. Deswegen auch die Rollen, die man wechseln kann zur Offroad-Rolle. Ja. Also immer einen Mehrwert und nicht nur ein Einwegprodukt, wo ich dann wieder ein anderes Produkt kaufen muss. Das war uns ganz wichtig. Hardware state of the art und Software entwickeln wir immer weiter. Wie funktioniert das Teil? Du hast das Antriebssystem, was du unter jedes Skateboard runterbauen kannst. Und dazu hast du eine Remote, da kannst du Gas geben und Bremse. Das funktioniert für einen Rechtshänder wie für einen Linkshänder. Du weißt immer, wann du Gas gibst und wann du bremst. Also der Anfänger wie Fortgeschrittener hat 100% Kontrolle. Und hier in den Motoren sind die Rollen drin. Also da ist quasi die Power dahinter, die Antrieb auf 40 km/h beschleunigt für den Profibereich, aber auch für den Anfänger ausreichend Speed, um dieses Fahrgefühl zu erreichen, dieses seitliche Fortbewegen. Das ist wie so eine Sinuskurve, nicht im Auto mit Käfig drüber vorwärts, sondern seitlich durchs Leben schlängeln. Das ist eigentlich so Mellow, the Endless Ride. Jetzt würde ich gerne mal sehen, wie du fährst. Dann lass uns noch eine reingehen. Ja. So. Okay, darf ich probieren? Natürlich darf Gefährlich? Ich probieren. Pass auf. Ganz leicht. Pass auf, das ist auf dem Pro-Mode. Wir haben hier einen Eco-Modus. Da kannst du quasi für Anfänger einstellen, bis 6 km/h reguliert. Wollen wir damit starten oder gleich auf Pro? Nee, auf Eco. Genau, da hast du erstmal überhaupt ein Fahrgefühl. Du gibst halt vorne Gas und nach hinten bremst du. Okay. Und ich schiebe dich jetzt einfach ganz leicht an und dann hältst du einfach so. Muss man jemanden anschieben? Was ist wichtig, so ganz locker an den Beinen stehen. Okay. Ja, wenn du die Füße ein bisschen enger hast, machen wir die Füße ein bisschen enger. So, da hast du ein ganz riesiges Gefühl. Mhm. Und ich schieb dich einfach nur kurz an, weil normalerweise musst du es anpushen. Okay. Also Sicherheitsfeature. Okay. Und dann nur ein kurzer Push. Warte. Und dann gibst du ganz leicht Gas. Also hier nach vorne schieben. Oh. Das erste Mal fährt er. Super. Ja, jetzt hat er quasi noch Gewichtsverlagerungsprobleme, aber nach und nach ist es genau der Effekt, dass du Gas geben kannst und überhaupt die Geschwindigkeit aufbauen kannst, um überhaupt zu lenken. Das ist ja immer die kleine Kunst. Super, ja. So, bremsen. Funktioniert auch super, reibungslos. Also auch intuitiv. Es ist so der Rookie-Mode gewesen, einfach um sich mal langsam ranzuhangeln. Die Profis würden dann halt den Pro-Modus genauso diesen Punkt finden, dass sie nie ausfahren. Also wir haben ganz selten Leute gefunden, die wirklich, die Downhiller gerade eben draußen, die haben schon Richtung Ende geballert. Aber du fängst vorher zu stoppen. Das ist ähnlich wie ein BMW-Fahren. 250 auf der Autobahn ist cool, um das ein, zwei Mal auszuprobieren. Aber eigentlich macht man es eher selten. Okay. Dass man es kann, ist wichtig. Und dass die Sicherheit es abbilden kann. Und das haben wir mit Mellow dargestellt. Das ist höchste Qualität made in Germany. Und ja, nach 7 Jahren Entwicklungszeit sind wir da recht stolz drauf, 2017 endlich zu launchen. Was wird als nächstes kommen? Das Hoverboard? Na, Hoverboard ist eigentlich überhaupt sinnfrei als Konzept. Da geht es eher in logistische Anlieferungssysteme. Wir haben über Rollstühle nachgedacht. Also einfach, wo wir Mehrwert bringen, nicht jetzt irgendwie Version 1, 2, 3, weil die Hardware ist state of the art. Ja. Software wird sich weiterentwickeln und dann geht es eher in andere Antriebskonzepte. Ich freue mich drauf. Cool, schön, danke, dass du da warst.